Das Jahr 2022 hatte für Filmfans viel zu bieten. Neben alleinstehenden Blockbustern kamen vor allem Fortsetzungen und Franchise-Teile in die Kinos. Kein Wunder, dass die Top 10 der Kinofilme mit den höchsten Einnahmen weltweit ausschließlich aus Sequels besteht. Box Office Mojo hat diese aufgelistet. Angefangen beim 10. Platz, Sonic the Hedgehog 2 spielte 402 Millionen Dollar ein. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse landet auf dem 9. Rang mit 405 Millionen Dollar. Platz 8 wird mit 626 Millionen Dollar von dem chinesischen Kriegsfilm Watergate Bridge belegt, die Fortsetzung zu The Battle at Lake Changjin. Obwohl Thor Love and Thunder erst Ende des Jahres auf die Leinwände kam, sichert sich der Streifen mit 760 Millionen Dollar Platz 7. Gleiches gilt für Black Panther, Wakanda Forever. Die lang erwartete Marvel-Fortsetzung spielte international 769 Millionen Dollar ein. Auf Platz 5 landet The Batman mit Robert Pattinson. Stolze 770 Millionen Dollar nahm der Streifen ein. Gelb wird es auf Rang 4. Minions, The Rise of Gru, konnte sich 939 Millionen Dollar sichern. Mit 955 Millionen Dollar steht Doctor Strange in the Multiverse of Madness auf dem Treppchen. Die beiden Filme, die jetzt kommen, haben sogar die Milliardenmarke geknackt. Platz 2 geht an Jurassic World Dominion, das Ende der Jurassic-Reihe, das ziemlich genau 1 Milliarde Dollar einspielte. Und Platz 1 geht an diesen Actionstreifen. Na klar, Top Gun Maverick ist der erfolgreichste Film des Jahres. 1,488 Milliarden Dollar klingelten an den Kinokassen und bescherten Tom Cruise einen seiner größten Hits.